Hallo und willkommen zurück zum Biathlon. Jetzt habe ich eben die letzte Folge beendet und habe mir dann so gedacht, hä, war das überhaupt die Verfolgung eben gerade? Das war doch auch ein normales Sprintrennen. Anscheinend bin ich doch noch nicht so ganz auf der Höhe. Das eben war natürlich auch ein ganz normales Sprintrennen, wo wir auch eine halbe Minute sogar verloren haben auf die Spitze. Jetzt kommt die Verfolgung. Es hat mich ein bisschen irritiert, weil dann auf einmal oben rechts Verfolgung stand. Aber nun gut. Also haben wir eine halbe Minute verloren. Alle Rechenspiele, die ich eben in der letzten Folge gemacht habe. Quatsch, ich schreibe es doch nochmal in die Kommentare, damit es keiner von euch schreiben muss. Es ist mir ja doch auch noch aufgefallen. Also eine halbe Minute haben wir verloren. Jetzt kommt die Verfolgung der Männer. Es hat mich, wie gesagt, ein bisschen irritiert, weil es oben einmal drin stand. Deswegen bin ich davon ausgegangen. Und so genau erkennt man das hier ja auch leider nicht. Ist ein bisschen schade, dass man von der Konkurrenz so relativ wenig mitbekommt. Und jetzt geht es auch schon ins nächste Rennen rein. Jetzt kommt die Verfolgung der Männer in Östersund. Und da nehmen wir jetzt eben den Abstand aus den vorherigen Rennen auch mit. Da sehen wir auch der Junge, der da direkt mit uns zeitgleich quasi gestartet ist und auch hier gleich mal einen Sprint hingelegt hat. Den will ich aber nicht auf mir sitzen lassen. Na, das war vielleicht nicht so clever. Deswegen mag ich keinen Massenstart. Weil ich mich da immer verleiten lasse, schneller zu laufen als tatsächlich notwendig. Na, der zieht uns aber ordentlich weg, alter Schwede. Das ist doch auch, sind doch die deutschen Farben, die er da trägt, oder? Naja, wir lassen ihn mal wegziehen. Wir müssen unser eigenes Rennen laufen. Wir sind so leicht im roten Bereich gerade. Viel schneller geht's nicht. Da von hinten kommt schon der nächste ran. Wir waren ja auf Platz 11. Und 13 sind hier ja überhaupt nur wettbewerbsfähig, würde ich es mal nennen. Die anderen schießen ja immer 10 Fehler. Jetzt können wir hier doch nochmal vorbeiziehen, denke ich. Einfach nur wegen dieser ewig langen Abfahrt. Geh mal aus dem Weg, ich sehe nichts. Boah, ist der jetzt noch vorbeigezogen, der Sack. So, ich fahre mal innen. Ja, das war nicht so clever. Aber ist der Sack tatsächlich da noch so an uns vorbeigezogen? Spricht natürlich nach wie vor dafür, dass läuferisch bei uns nicht so richtig viel geht. Konkurrenz uns da haushoch überlegen ist. Obwohl wir ja sogar zwei Saisons bei den Amateuren hatten. Keine Ahnung, was er da vorne jetzt gerade macht. Aber wenn er rumdrödelt, dann laufen wir doch einfach mal vorbei. Huch, och nein. Jetzt hat sich's festgehakt, während ich hier im roten Bereich rumhänge. So ein Scheiß. So, dann legen wir gleich nochmal einen kleinen Sprint hin. Das wird er wahrscheinlich auch machen. Genau, er geht jetzt auch vorne in den Sprint. Ja, ich habe es schon gemerkt. Kraft wird niedrig. Und das war keine gute läuferische erste Runde. Wir haben viel, viel Zeit verloren. Und jetzt geht's zum Liegenschießen, meine Lieblingsdisziplin. Und er sollte die Atmung noch mal ein bisschen besser hinbekommen. So, jetzt bin ich gespannt. Och, das ist doch echt zum Kotzen. Gleich den ersten, dann macht das danach ja alles gar keinen Spaß mehr und keinen Sinn. Oh, das hat lang gedauert. Das ist doch einfach nur zum Mäusemelken. Das ist doch einfach nur, wie gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich hasse dich, Fan of Eating, dass du das ausgerechnet hast mit den 80%. Krieg da ja Albträume von. Ja, Strafrunde beendet. Dankeschön. Meine Herren, jetzt haben wir schon relativ viel Energie verballert. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen vorsichtiger sein. Schon die Hälfte weg. Wir sind auch ziemlich auf der Hälfte der Strecke, aber die Ausdauer darf auch nicht unbedingt niedrig werden. Wir sind nach wie vor auf Platz 13. Weiter nach vorne wird es, glaube ich, auch nicht gehen. Wenn ich da vorne auch niemanden laufen sehe, dann wird das relativ schwierig. Selbst wenn die da jetzt zwei Strafrunden noch schießen, wird das sehr schwer. Na, da ist noch einer in Reichweite, würde ich mal sagen. Aber ist doch echt scheiße. Immer dieser eine bekackte Fehler. Kann doch eigentlich nicht wahr sein.
Meine Herren, ey. Ich krieg echt zu viel. Das ärgert mich jetzt so sehr. Vor allem, ich habe ja nicht mal besonders schnell geschossen. So, gut gewachst haben wir anscheinend. 36, 37, 38 Sekunden sind es inzwischen. War also nochmal deutlich Zeit auch nach vorne verloren. Wir sind mit einer halben Minute Rückstand reingegangen. 8 Sekunden nochmal on top. Jetzt die Null stehen schießen. Und wir haben vielleicht nochmal die Chance, einen Platz vielleicht gut zu machen. Aber viel bringen wird es nicht. So, hier geht es nochmal in den roten. Oh, ja, 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 ja. Wir sollten echt mal mit der Energie ein bisschen haushalten. Ich würde jetzt vielleicht mal keinen Zwischensprint machen. Aber wahrscheinlich haben wir deswegen auch nur 8 Sekunden verloren, weil ich hier die Energie raushaue, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ach komm, ein kleiner Sprint geht. So, und jetzt geht's zum Stehenschießen. Sollte ich mal den Schießspezialisten beim Liegenschießen machen? Dann schieße ich wenigstens nur ein Fehler stehend. Boah, wie ist die Waffe hier verballert? Rüberzieht. Ja, 9 von 10. Ja, 80%. So, sind 44 Sekunden. Wir sind auf Platz 13. Wahnsinn. Wir haben nämlich überhaupt nichts mehr gut gemacht mit dem Schießen. Und wir werden auch nichts mehr gut machen. Es wird Platz 13 bleiben. Dann sind wir quasi letzter de facto, weil die anderen ja immer 10 Fehler schießen. Keine Ahnung, warum das in dem Spiel so drin ist. Dann hätte man sich die echt auch sparen können. Ja, das soll einen jetzt dazu verleiten, dass man hier ranlaufen könnte. Das wird aber nicht passieren. Wir können den Bergspezialisten, den werde ich am letzten Berg da oben nochmal einsetzen. Dann haben wir vielleicht noch Chancen auf Platz 12, was aber jetzt auch nicht unbedingt weltbewegend ist. Da hatte ich mich so dran gewöhnt, hier immer zu gewinnen. So, 40 Sekunden sind's. Sind wir nochmal rangelaufen jetzt an ihn, aber jetzt ist die Ausdauer auch niedrig. Ich glaube nicht, dass wir ihn noch einholen können. Da müsste er jetzt schon hier in der Abfahrt einen Fehler machen. Die fahren immer so außen lang. Weiß nicht, bringt das was? Bei mir nicht. So, haben wir ein bisschen Zeit gut gemacht. 39 sind es nur noch. Und der da vorne läuft uns jetzt weg. Unsere Ausdauer ist auch sehr niedrig schon. Vorne macht er wieder irgendwelche komische Hockerbewegungen. So, gehen wir nochmal leicht in den roten Bereich. Hier bis zur Abfahrt. Aber den holen wir nicht mehr ein. Denke ich mal. Da müssten wir jetzt einen Sprint hinlegen. Können wir uns aber nochmal leicht sparen. Aber das wird nichts mehr, leider. Und das wird nur Platz 13 werden, trotz einer passablen Leistung, würde ich es mal nennen. Energie haben wir fast komplett ausgegeben. Aber nur Platz 13 leider wieder. Ein Fehler liegend, 0 Fehler stehend. Ja, ich glaube, mathematisch könnte ich das jetzt sogar auch ausrechnen, was wir in den 3 Rennen bislang alles so prozentual gemacht haben. Da sehen wir jetzt natürlich auch große Abstände und jetzt ergibt das auch Sinn. Wir haben circa so eine halbe Minute Rückstand auf die Spitze. Gut, 8:31 kann man ja jetzt nicht unbedingt vergleichen, da wir ja erst viel später gestartet sind als die Konkurrenz. Bisschen sinnfrei, dass das gemacht wird. Ich würde gerne mal die nächste Stufe erreichen. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt mal Punkte hier holen werden. Ich hoffe mal, dass das relativ bald passieren wird. Jetzt gibt es den Sprint der Männer in Hochfilzen. Da halten wir den Rekord mit 7:31. Mal schauen, ob wir das jetzt schlagen können. Ich würde das mal als Ziel ausgeben und vor allem würde ich gerne mal liegend die Null schießen. Das wäre fantastorös. Trainieren dürfen wir auch noch. Da holen wir noch ein bisschen mehr Ausdauer mit rein.
lasse mir die Technik mal komplett außen vor. Interessiert mich jetzt erstmal nicht so sehr. Jetzt kennen wir die Strecke hier natürlich wieder nicht. So, aber da vorne geht es gleich bergauf, deswegen verkneife ich mir mal den Sprint zum Start. Den Bergspezialist verkneife ich mir auch nochmal. Aber ich glaube, da hinten ging es direkt bergab, wenn ich mich nicht täusche. So, hier können wir uns ein bisschen ausruhen. Dann geht es hier direkt wieder bergauf. Hier kann man natürlich prima den Bergspezialisten nehmen. Den spare ich mir jetzt aber nochmal. Machen wir dann auf der zweiten Runde. Wir verlieren jetzt natürlich wieder viel, viel Zeit, würde ich sagen. Mindestens 10 Sekunden verlieren wir wahrscheinlich jetzt. Na, nicht ganz so viel. Na, wir können hier nochmal in den roten Bereich gehen. Da sehen wir die Jungs da vorne auch schon gar nicht mehr. So, sprinten wollen wir erstmal noch nicht. Obwohl es vielleicht hier mal ganz angebracht wäre. Immer nicht, ob das so viel bringt, das Sprinten, weil man danach ja eh wieder ein bisschen langsamer machen muss, um sich zu regenerieren. So, hier kann man natürlich auch eigentlich gut den Bergspezialisten nehmen. Das sind so konstante Anstiege. 7 Sekunden Rückstand läuferisch, das geht eigentlich noch vollkommen. Ich glaube, hier kann man jetzt auch wieder Energie raushauen, weil es hier auch wieder bergab ging. Ja, das läuft eigentlich ganz gut. Hier auch nochmal, vielleicht nicht ganz so viel. Und dann geht es ja auch schon zum Schießstand. Ja, jetzt nochmal ganz kurz. Mal einen kurzen Sprint gemacht und jetzt kommen wir jetzt einmal die Null schießen. Bitte, komm, lass mich einmal die Null schießen. Wer auch immer, zu wem ich auch immer gerade spreche. Ja, verdammt ja. Alter Schwede. Natürlich relativ langsam geschossen. So, mal kurz einen Minisprint hingelegt. Yes, Mann. Verdammt, endlich mal die Null geschossen. Das gibt's doch nicht. Gut, das war natürlich auch langsam geschossen. Na, jetzt wird's schwierig. Aber ja, kommt ja eine Abfahrt hinten nach. Das kostet natürlich sehr viel Energie gerade. Das hat sehr, sehr viel Energie gekostet. Aber nun gut. Bislang sind wir ganz gut unterwegs. Auch wenn wir jetzt natürlich läuferisch hier wieder viel verlieren. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt müssen wir natürlich auch stehend Null schießen. Wenn ich jetzt da einen Fehler mache, dann reiße ich irgendeinen von euch dem Arsch auf. Ey, du Sack. Habt ihr das gesehen? So ein Dreckschwein. Rammt er uns da einfach weg? Den merke ich mir. Toll. Merkt euch mal den mit dem Gewehr auf dem Rücken. So, jetzt direkt rein in den nächsten Anstieg. Und hier können wir nochmal in den roten Bereich gehen.
Die Schlussrunde darf allerdings nicht zu fordernd werden. Boah, jetzt juckt es mich gerade. An der Nase, nicht sonst wo. So, gleich nochmal schnell kratzen, wenn er hier an den Schießstand kommt. Geh weg, du Sack! So, schnell gekratzt. Und jetzt stehend, komm schon. Yes! Und lauf! Lauf, mein Freund! Lauf! Und es sind 16 Sekunden, allerdings vor der Strafrunde. Die Zeitmessung bedeutet, dass da die Fehler der anderen noch nicht drin sind. Ja, das täuscht immer so ein bisschen. Die machen immer relativ langsam nach der Strafrunde. Oh Mann. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir rauskommen. Läuferisch, wie gesagt, sind uns die anderen nach wie vor überlegen. Da hinten gibt es gleich eine Abfahrt, deswegen können wir mal ein bisschen höher gehen. Und wir haben gar nicht so viel Abstand. Wir sind hier bei den guten Jungs dabei. So, auf, komm schon. Wir schaffen das. Wir müssen da an denen da vorne dranbleiben. Irgendwie ist die Ausdauer gerade niedrig geworden. Ich sehe nichts. Das wird schwer, da dran zu bleiben. So, komm schon. Jetzt gibt es natürlich noch diesen einen Anstieg hier vorne, wo man nochmal in den roten Bereich gehen kann. Der eine sieht aber auch nicht mehr so mega frisch aus. So, jetzt sind rund 12 Sekunden Rückstand. Eigentlich ein gutes Rennen. Na. So, Kraft niedrig, macht nichts. Das schaffen wir bis ins Ziel. Ja, ja, kritisch. Ich sehe es doch. Boah, jetzt ist hier alles so verschwommen. Oh je. Oh nein, zu viel Energie verbrauchen. Oh nein, jetzt steht er. Jetzt steht er richtig. Und da geht nichts mehr. Zu viel Energie rausgehauen. Verdammt, da verlieren wir jetzt hinten raus nochmal richtig Zeit. Die anderen sprinten und wir rödeln hier ins Ziel. Verdammt, das sind bestimmt nochmal, das sind 20 Sekunden haben wir bestimmt Rückstand im Ziel. Verdammt, zu viel Energie rausgehauen. Mist, verdammter. Aber ich versuche natürlich hier so ans Maximum zu gehen. Jetzt mal schauen, wo wir genau gelandet sind. In den Top 8 sind wir schon mal nicht. Aber immerhin 10. 10. Platz. Beste Platzierung bislang vor Matti Vaukonen. Hier Ole Einar Bjørndalen ist hier auf 12. Naja. Gewonnen hat Michi Röch. Nicht schlecht. Arnd Peiffer, wie gesagt, auf Platz 10. Das ist, denke ich mal, ein ganz gutes Resultat. Da waren wir trotzdem schon mal deutlich schneller. 7:31, wie sollen wir das denn mal geschafft haben? Das ist mir jetzt erstmal ein kleines Rätsel, aber was soll's. Also, wie gesagt, bin ich zufrieden mit, gibt aber leider keine gewonnenen Erfahrungspunkte. Allerdings habe ich Erfahrungspunkte fürs Leben gewonnen. 92 Punkte, dann sind wir nach wie vor quasi letzter. Aber das war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn ich die Energie noch besser verteilt hätte, wäre vielleicht sogar Platz 6, 7, 8 drin gewesen. Dann würde ich aber sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mit diesem wunderschönen Alpenpanorama verabschiede ich mich und trinke mal wieder ein bisschen Tee, um die Stimme ein wenig zu schonen. Aber ich finde, jetzt haben wir 2 Folgen Biathlon wenigstens mal wieder aufgenommen und ich freue mich, wenn ihr reinschaut, auch wenn es draußen schon ein wenig frühlingshafter wird. Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.